ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV, Fliegertreffen auf der Hahnenweide hier in Kirchheim-Unterteck. Und das ist Thilo Hullighaus, seines Zeichens vom Orga-Team mit dabei, aber auch Sprecher und vor allem Vereinsmitglied. Das heißt, ihr habt jetzt hier drei wunderbare, tolle Tage mit vielen Flugzeugen. Ja, also wir sind ganz begeistert. Wir haben natürlich fantastische Wetterbedingungen und haben unglaublich viele Teilnehmer, also Flugzeuge. Wir haben weit über 300 Flugzeuge, absolute Raritäten. Teilweise Flugzeuge, die über 100 Jahre alt sind. Wunderbare Segelflugzeuge, aber auch vor allen Dingen viele Doppeldecker. Wir haben weit über 50 Doppeldecker, so viel gibt es auf keiner Veranstaltung in ganz Europa. Und wir haben auch ein hervorragendes Publikum, also begeisterte Zuschauer, die uns hier wirklich motivieren, so eine große Veranstaltung hier auf die Beine zu stellen. Es war mächtig was los in der Luft und am Boden beim 18. Fliegertreffen auf der Hahnweide. Gut und gerne 50.000 Besucher strömten an den drei Tagen auf das Gelände, um die fliegenden Oldtimer in Aktion zu erleben. So wie das Flugzeug des Schweden Michael Karlsson, der mit dem Dreidecker Fokker DR3 wahre Kunststücke vollbringt. Nach seinem Flug haben wir ihn gefragt, wie das Gefühl ist, wenn er mit dem Flugzeug in der Luft ist. Das Gefühl ist wie in jedem anderen Flugzeug auch. Aber bei solchen Flugshows macht es Spaß. Es ist einfach schön, die Fähigkeiten des Flugzeuges zu demonstrieren. Normalerweise sehen die Leute dieses Flugzeug in Büchern, in Schwarz-Weiß-Bildern. Oder sie haben Glück, wenn sie es in einem Museum sehen. Und hier macht es einfach Spaß, das Flugzeug in Farbe, mit seinen Geräuschen und auch seinen Gerüchen zu zeigen. Und so können die Leute verstehen, dass es echte Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg und keine fliegenden Drachen sind. Ein prominentes Mitglied der Fliegergruppe Wolf Hirt hat die Welt schon von viel weiter oben betrachten dürfen. Der ehemalige Astronaut Ulf Merbold. Aus der Entfernung sieht man ganze Kontinente aus dem Weltraum und hier sieht man die Details und das ist natürlich auch sehr schön hier, insbesondere in dieser Region. Wenn Sie hier hinschauen, das ist ja wie die Kulisse auf der Theaterbühne mit der Tech und der Alpkante. Also mir macht das nach wie vor Spaß und ich muss auch noch sagen, bevor ich in die Raumfahrt gelangte, war ich schon in der Fliegerei aktiv. 2.500 bis 3.000 Stunden hat Jürgen Weller für den Nachbau der Fokker E3 aus dem Ersten Weltkrieg gebraucht, die gerade einmal 100 Stundenkilometer schnell ist. Das Original ist von 1915, aber das hier ist ein Nachbau von 2015. Der Erstflug war im Mai letzten Jahres und wurde von mir 1:1 nachgebaut. Es gibt von diesem Flugzeug tatsächlich nur noch ein einziges Original. Das hängt in London an der Decke in einem Museum. Nach diesen Maßen haben wir dann im Prinzip einen Nachbau erstellt in Originalgröße. Und ja, jetzt sind wir dabei, das Ding auch zu fliegen. Natürlich gab es auch viele weitere Flugzeuge jüngeren Datums zu bestaunen, wie dieses Spitfire oder die U-52, die zu regelmäßigen Rundflügen startete. Dieses Flugzeug ist aus der Normandie auf die Hahnweide gekommen und es ist eines der letzten zwei Exemplare, die Flamand 311 von 1950. Kindheitstraumpilot hat nicht ganz geklappt, aber zumindest darf man hier vorne im Cockpit Platz nehmen. Richtig spannend. Ich hoffe, der Bericht hat Ihnen Spaß gemacht. Bis bald. Machen Sie es gut. Ciao. ESTV. Videos aus der Region.